Ich möchte also daher mich jetzt den einzelnen Themen widmen und möchte Didi Constantini auf die Bühne bitten. Sie sind ja erschreckend schlank. Also, ich habe Sie etwas bummelig in Erinnerung. Aber das kommt... Ah doch, ein bisschen auch nur. Es kommt nämlich im Fernsehen immer ein bisschen dicker. Ich kenne Sie nur vom Fernsehen und da schaut man immer ein bisschen dicker aus, als man in Wirklichkeit ist. Ja, noch ein Spiel, was passiert, dass ich etwas dicker bin, kann ich Sie nicht schreiben. Ich bin von Ihren restlos fasziniert. Ich habe Sie in der Sendung Ding Dong. Ja. Wer steht da vor der Tür? Das war eine Kindersendung. Das erste Mal kennengelernt, weil ich nie Sportsendungen schaue. Und war wirklich begeistert. Sie haben eine Lederjacke angehabt und waren ganz, ganz normal. Also, das war wunderbar. Ich habe ja gar nicht gewusst, wer kommt und plötzlich war, also ich bin Fetischist. Und wenn jemand Lederjacke anhat, hat er mich schon gewonnen. Herr Constantini, möchten Sie eine Frucade oder etwas Eierlikör? Eierlikör, bitte. Oh, danke vielmals. Also nämlich das wird jetzt geöffnet, bleibt dann den ganzen Sommersemester dasselbe Eierlikör. Und darum bitte ich jetzt die Aufnahmetechnik ganz besonders, ich werde das jetzt zum Mikrofon an meiner Wange halten, weil nämlich das Öffnen einer Flasche, also Verpackung, diese Formgebung, ja, ist also etwas unendlich Sinnliches. Und ich möchte jetzt, vielleicht hört man sogar das Öffnen dieses, hört man das? Ich habe näher hinhalten. So, ich übertrage live von meiner Wange. Und neue Stamperln haben wir, die alten haben sie nämlich geflattert. Aber jetzt, Moment, ich schenke ihn nahe meiner Wange ein. Man muss aufpassen. Wenn nämlich nur die ersten Tropfen klingen so süß, dann mit der Zeit wird auch das Einschenken lätschert. Ich danke herzlich, dass Sie gekommen sind. Ach so. Sie arbeiten mit. Also genau genommen ist das heute ja ein ganz ein allererstes Gipfeltreffen der homophilen Bewegung und der Welt des Sports. Da klafft ja eine ganz tiefe, wahrscheinlich ein Missverständnis oder eine Berührungsangst. Wie erleben Sie diese Problematik, die zum Beispiel, man kann ja einen schwulen Mann von einem Heteromann dadurch unterscheiden, dass der Schwule nie Sport im Fernsehen schaut oder höchstens Bodenturnen. Das kann ich nicht beurteilen. Ob der Schwule wirklich nicht Sport schaut. Ich glaube schon, dass der Schwule sich ganz gern sehr schöne Körper anschaut. Es wird auch sehr viele Schwule geben, die diese Sendung schauen, weil sie wirklich eine sehr gute Sendung sind und sehr schöne Körper drin vorkommen. Unter anderem. Ja, aber ich habe jetzt bewusst einmal ein Fußballmatch mir angeschaut vorige Woche. Ich glaube am Montag war eins oder so. Das habe ich nicht gesehen. Ja, ist ja ganz wurscht. Ich hab schon wieder vergessen, wie das alle heißen und so. Welchen Bezirk war das? Nein, das war im Fernsehen. Und habe festgestellt, dass die entsetzlich weite Hosen wieder anhaben. Sag mal, wie... Gezwungenermaßen vielleicht. Na, ohne Grund, ohne sichtlichen Grund. Ja. Also, wie ich das letzte Mal ein Fußballmatch gesehen habe, haben sie ja wenigstens körperbetonte Trikots getragen. Das ist schon lange her, glaube ich. Wie kam dieser Umschwung? War das der Ölschock oder was war die Ursache? Nein, es kann sein, es gibt gewisse Turnhosen, die keine Unterhosen haben, also keine Innenhosen. Und da ist es besser, wenn man eine längere trägt. Aber ich meine, wie kam es zum ersten Mal, dass diese Hose weitergetragen wurde? Das kann ich echt nicht beantworten. Es ist bei uns in der Jugend so gewesen, wir haben in der Jugend schon lange Hosen getragen. Nein. Ja. Doch. Aber dazwischen müssen enge gewesen sein. Da war ich vielleicht kurz im Ausland. Zu der Zeit.
War vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate, aber... Sie war in aber Arau. Es gibt es heute noch in Südamerika und in südlichen Ländern werden sehr oft enge Hosen tragen. Und das bevorzugt. Dass man den Hintern und den Vordern besser sieht. Ja. Also unterschiedlich. Aber Sie werden ja jetzt neuer Trainer in einem Verein in Tirol, ja. Innsbruck. FC Tirol Innsbruck, FC Tirol. Sehen Sie, und wie man die ganze Zeit, Wacker, er ist bei Wacker, das heißt ja eh Wacker Innsbruck. Hast du das nicht Wacker Innsbruck? Es hat Wacker Innsbruck geheißen und jetzt heißt es FC Tirol Innsbruck. Und die haben sich getrennt und sind jetzt böse aufeinander? Nein, überhaupt nicht. Aber es Sie sind jetzt bei Wacker, ne? Jetzt bei FC Tirol Innsbruck. Ich war bei Wacker mal. Aber ich habe gehört, Sie kommen in der neuen Saison nach Innsbruck. Jetzt, in einem Monat, ja. Genau, genau. Und jetzt, bisher, seien Sie bei Wacker gewesen. Admira Wacker. Admira Wacker. Es ist nicht, das ist nur der Name unterschiedlich, aber... Es gibt also mit anderen Worten zwei Vereine in Österreich, die Wacker heißen. Einer vorne, einer hinten, ja. Das mit dem ja. Vorn und hinten, da hat man ja. Eh Palm... ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar diese Sprache, die ihr verwendet. Ja. Hart an den Mann gehen. Hinten zumachen. Vorne aufmachen. Ja. Stangelball. Was ist Stangelball? Stangelpass. Das ist Pass. Ja, vor das Tor hinein. Also wenn Sie jetzt als Mittelstürmer spielen und Sie sprinten aufs Tor zu, dann versuche ich, den Ball irgendwie in die Nähe des Tores zu bringen. Dann ist er sicher drinnen. Verstehe. Körperlich jemanden angehen. Ja, ja. Wird das auch von hinten, ja, hauptsächlich. Von hinten. Ist aber jetzt verboten. Haben Sie jetzt verboten? Verboten? Ja. Das war zu pornografisch, der Hummer. War das der Hummer? Er war sicher dabei bei der Besprechung. Der Hummer. Körperlich, ich würde sagen, Lochpass. Ja, das ist... Das ist ja noch ärger. Das muss genau passen, ja. Einen Mann decken. Stimmt, das sollte die Verteidigung eines das ganze Spiel machen. Und doch ist... nicht leicht immer. Na gut, was haben wir denn noch für Probleme? Also das heißt, Sie gehen dort weg, weil Sie dort hingelockt wurden, oder Sie gehen da weg... weil sie da schlecht waren. Man kann so oder so sagen, aber es ich habe keine Ahnung, ich frage wirklich uninformiert. Nein, ich habe das Angebot von FC Tirol gekriegt und gehe dorthin, weil ich dort geboren bin und weil ich glaube, dass ich dort einiges bewegen kann. Und jetzt sind Sie in Wien Trainer irgendwo? Ja, bei Admira Wacker. Sie sind eh am Laufen. Und ich bin auch nicht am Laufenden zu bringen. Und wie motivieren Sie die Leute so? Eigentlich sollten Sie die Spieler eigentlich selber motivieren, zum Großteil. Kriegen die ja Geld dafür? Ja, ja. Sie kriegen eine Fixum im Monat und ein Geld kriegen sie aber nur, wenn sie gewinnen. Also in der Öffentlichkeit glaubt man, dass es mit dem Geld zuschütten, die Spieler, aber so ist es nicht. Wenn sie gewinnen, kriegen sie ein Geld und wenn sie verlieren, kriegen sie kein Groschen. Außer das Fixum. Nur das Fixum. Und es ist dann wurscht, wer das Tor schießt, das kriegen alle. Ist egal, ja. Wenn es gewinnen, kriegen sie alle. Ah, jetzt verstehe ich, warum sie sich so umarmen. Ja, klar. Ja. Und ich habe mir schon gedacht, da ist doch eine versteckte... versteckte... Das ist rein. Weil sie das Geld jetzt kriegen, geben sie eine Bussel und rennen sie dann zurück. Die küssen sich zeitweise. Genau. Das ist nicht sexuell, das ist kapitalistisch. Ja, so ist es, so ist es. Aber warum eigentlich bei diesen Interviews, warum sind da diese Fußballer so hochdeutsch? Warum reden die so hochdeutsch? Das ist einer der Fehler, was viele machen, ja. Es ist, glaube ich, für die Zuschauer ist besser, wenn jeder so redet, wie es im Boxen ist. Vielleicht sind da die Sportreporter schuld, die sie hochdeutsch fragen. Nein, es sind so wie bei den Fußballern gute und schlechte dabei. Es ist oft schwer, es gibt sicher Reporter, was jetzt sicher nicht mehr so ist, wie es war. Die geben da die Frage und dann geben sie gleich die Antwort dazu und dann... Ja. Du kannst nur mal sagen, ja, das stimmt, das ist schon wahr. Ja. Oder ja, wirklich wahr. Wenn nämlich ich Sie jetzt Hochdeutsch fragen sollte... Geht jetzt ja nicht verstehen, glaube ich. Micho. Hätte ich enorme Schwierigkeiten, das an den Mann zu bringen. Weil ich würde dann kompliziert und anstrengend wirken. Merken Sie, wie schwierig es ist, darauf zu antworten? Ja, mir fällt nichts ein, Moment. Genau, sehen Sie, das ist genau das Problem. Das hätten wir auch. dieses göttliche Zitat. Sogar den schwierigen Ernst Ogris hat er wieder so in Form gebracht,
das ihn Hertha BSC Berlin gekauft hat. Naja, das ist eigentlich zu hoch gespielt. Der Ernstl ist ein exzellenter Fußballer, der... Ich kenne ihn nicht, ja, also verzeihen Sie mir. Ist ein exzellenter Fußballer, Ogris der... Ogris ist aber, glaube ich, auch ein Verlag oder was? Ja. Ogris. Gibt es noch, wie man Ogris? Keine Ahnung. Ein Bruder, ja. Der Bruder, der spielt bei Astra Wien. Vielleicht ist es der, den Sie kennen. Nein, Arret. Das war irgendein Buchverleger oder sowas. Ach so. Na, das ist ja ein sehr guter Spieler, der oft einmal Schwierigkeiten macht, weil er zeitweise nicht danach lebt. Aber wenn er es machen würde, dann wäre er sicher einer der Spitzenspieler in Österreich. Und den muss man dann schauen, dass man auf den Weg hinbringt als Trainer. Dass man losbringt nach Berlin? Nein, überhaupt nicht. Die haben ja wieder retour geholt. Ah, jetzt ist er wieder in Wien? Ja. Also in Tirol? Bei der Wacker, ja. In Wiener Wacker? Bei der Wiener Wacker, ja. Bei der Wiener Wacker. Warum sagt man Wacker Wien und Wacker Innsbruck? Da klärt man sehr große auch. Streitfrage, weil da gibt es... Ach so. Vor, weiß nicht, wann die Fusion war, vor 60 Jahren. Und Wacker, das heißt tapfer, taff. Na ja, tüchtig und an so den Mann Wacker. Gehen praktisch. An den Mann gehen, ja. Ja, was können wir noch? Ja, das haben wir. Ja, genau. Wie, der Palm sagt, er hat früher in Timmelkamm Fußball gespielt und da hat es gestunken bei, in den Kabinen, also in den Umkleidekabinen, wie, hat er wörtlich gesagt, in einer, wie war das, Tierkörperverwertung. Echt? In Timmelkamm? In Timmelkamm. Da haben wir noch nicht gespielt. Sie meinen, das liegt an Timmelkamm. Das liegt da nichts gegen Timmelkamm, oh. Aber bei uns riecht es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Oh. Na? Jetzt haben wir nur mehr eine Minute. Ist wieder der Weg. Eine Minute. Eine Minute haben wir noch. Das heißt, dieser Moschus, also ich rieche diesen männlichen Duft ja. Des Schweißes. Kann angenehm sein, oder? Sehr, sehr gern. Super, ja. Ey. Da haben wir Gemeinsamkeiten. Also dann hat dieses Gespräch doch eine gewisse... Ja, sicher. Ein gewisses... Und gibt es überhaupt einen einzigen schwulen Fußballer in ganz Österreich? Ich kenne ihn noch nicht, aber es kann sein. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Wenn man erwischt? Noch nicht, nein. Nein, nee, das wird immer unter der Decke. Also bei jedem Verein unter der Decke. Herr Konstantin, ich danke Ihnen, ich dass auch. Sie uns die Ehre gegeben haben. Wir haben immer am Schluss ein Foto, zur Erinnerung, weil sonst glaubt uns das nicht. No. Und außerdem, also bleiben wir sitzen. Nämlich der Robin, unser Assistent, zeigt sich uns noch einmal, indem er uns fotografiert. Lieber Robin, hörst du uns? Oh ja, er kommt schon. Ach. Rufen wir zusammen ein bisschen, oder? Nein, bleiben wir so. Ich meine, man sieht ja hier vor allem da hier das Augenmerk. Ich danke. Bitte. Danke dir. Und jetzt kommt der große Moment. Wir machen auch heuer wieder ein Sommerdosenschießen. Super. Voriges Jahr im Wintersemester hat gewonnen Askin vor Ingrisch und dritter wurde Paterno. Der dritte? Dritte. Schauen Sie, hier wäre das. Wo ist der Ball? Moment. Yes. Den lassen wir gleich unten. Ich brauche nur... ich brauche nur gehen und es spricht schon so. Und zwar, wir haben da einen Strich. Darf ich Sie recht herzlich ersuchen? Das ist vom ZDF Sport. Oh, das war Absicht. Nein, überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich streichle die Dosen lieber. Das war bescheiden. Ich danke herzlich. Wiedersehen.